Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Purelay Adventskalender. Der ist tatsächlich jetzt auch bei mir eingezogen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser wirklich klassische Schmuck-Adventskalender kostete 149 Euro. Man konnte wählen zwischen Silber, Gold und Roségold und zum Black Friday gab es nochmal alle verfügbar. Das hatte ich auch auf Instagram geteilt. Falls du es verpasst hast, sorry, aber folgt mir gerne dort. Ich heiße AiduikP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da poste ich solche Aktionen, wenn ich das mitkriege, wenn ihr mir die schickt und ich das dann reposten kann, damit sich dann jeder das noch ergattern kann, wer möchte. Das geht immer super, super schnell, dass sowas dann noch ausverkauft ist. Sowohl der Adventskalender an sich, den ich mir dann ja auch damals im Presale bestellt habe, als auch in solchen Aktionen, ne, wenn das dann nochmal verfügbar ist. Deswegen bei Instagram kann ich einfach schneller reagieren und das dann eben schnell online stellen, als dass ich dafür einen Videoplan drehen und so weiter muss. Das dauert echt immer eine ganze Weile, das kriege ich nicht immer so mal eben schnell hin. Und genau, deswegen, dafür nutze ich dann gerne Instagram. Der Purelay Adventskalender ist halt wirklich so schon einige Jahre auf dem Markt, ne? Also, dass man den jedes Jahr wieder kaufen kann. Ich hatte ihn noch nie und bin sehr gespannt, was da jetzt dieses Jahr drin ist. Ich glaube, ich habe die Variante Roségold ausgewählt, einfach um mal so ein bisschen Abwechslung zu haben. Ich habe jetzt aktuell vor allem Goldschmuck, da habe ich jetzt auch die Kette von Cor Azul und auch die Ohrringe von denen. Aber Roségold habe ich jetzt so noch nicht. Silber trage ich auch sehr, sehr viel. Und jetzt machen wir hier mal das Schleifchen auf und gucken uns an, wie das aussieht. Natürlich ist der super leicht. Das ist halt ein Schmuck-Adventskalender, ne? Bislang waren alle Schmuck-Adventskalender, die ich so hier aufgemacht habe, klein und leicht. Wobei klein ist er jetzt nicht. Ist halt mittelgroß, ne? Genau. Ach, er ist noch zugeklebt? Nein, der ist magnetisch. Oh, aber hier unten ist er geklebt. Hallo. Ja, hier unten steht es übrigens drauf, Roségold. Wir haben heute den 5. Dezember. Ja, ich mache immer noch Adventskalender auf. Also heute, wo ich das Video drehe. Ich habe auch noch ein paar hier liegen. Ja, manche kamen halt auch ein bisschen später an, das muss ich ja gestehen, ne? So, okay, so sieht das aus. Sieht wiederverwendbar aus. Das finde ich interessant, finde ich gut vor allem. Müssen wir gleich mal gucken. Mele Kalimaka. Ist Hawaiian for Happy Holidays. Ach so. Das heißt einfach fröhliche Weihnachten. May this holiday season be filled with love, peace and joy. Ja, ich hoffe auch, dass diese Weihnachtssaison mit Liebe, Frieden und Glück gesegnet ist. Wir müssen mal gucken. So, jetzt schauen wir hier mal rein. Hier soll ein Schmuck im Wert von 600 Euro oder sowas drin sein. Jetzt nehme ich mal zuallererst die Nummer 1 raus. Ich glaube, ich stelle den auf die Seite. Ja, da ist so viel Kram hier. Ich muss hier mal aufräumen. Was ist denn los? Okay, die Nummer 1. Hier steht außen dran, was drin ist. Earring Day Night Rose Gold. Och süß, guck mal. Hier haben wir das schon mal in so kleinen Purelay-Viechern. Das finde ich nett. So, Tag und Nacht. Okay, das ist ein Mond und eine Sonne. Das halten wir jetzt auch mal richtig rum. Das sind halt Ohrstecker. Ich habe keine Ahnung, ob sowas auch regulär im Online-Shop zu bestellen gibt oder ob das halt Adventskalender-Exclusive-Produkte sind. Keine Ahnung. Aber ich finde die auf jeden Fall ganz hübsch, diese Ohrstecker. Kann ich mir auch bei mir sehr gut vorstellen. Deswegen mache ich leiden. Hier oben ist die Nummer 2. Praktisch ist übrigens, du kannst hier deinen Finger reinstecken und dann die Box so rausziehen. Ne? Da musst du nicht so friemeln. Das haben die schon ganz gut gelöst. Hier steht auch Armband Sunlight Rose Gold, beziehungsweise Bracelet Sunlight Rose Gold. Oh, auch wieder in diesem Eiwert hübsch. Ich habe, glaube ich, noch nie Purelay-Schmuck gehabt. Deswegen kann ich auch noch gar nicht zu der Qualität sagen, wie ich die so langfristig empfinde. Hier ist auf jeden Fall das Armband. Ja, Armbänder sind wohl ganz süß, ne? Und das sieht hübsch aus. Was sind das? Sind das Sonnen da drauf? Ich glaube, das sollen Sonnen sein, ne? Das ist ja auch Sunlit. Bracelet Sunlit. Ist ganz hübsch. Hier ist eine Sonne dran. Steht Purelay drauf? Nee, ist keine Sonne dran. Ich weiß gar nicht, ob wir hier wirklich nur Schmuck drin haben oder ob hier auch irgendein Killefit mit dabei ist. Ich hoffe, kein Killefit. Aber ich befürchte es. Ja, weil für 150 Tacken, ne, sollte man schon erwarten dürfen, dass hier kein Killefit drin ist. Hier unten ist die Nummer 4. Das ist eine Kette. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob ich die schön finde, muss ich gestehen. Genau, du hast da unten dran halt so Perlenviecher. Und oben ist es dann halt ganz normal Kettenglieder. Wobei ich das irgendwie...
dann hätten sie es komplett in Perle machen sollen. Einfach mal jetzt so, ne, aus ästhetischen Gründen von meiner Warte aus. Dann hätte ich das noch ein bisschen schöner gefunden. Es ist eine kurze Kette, also die wird nicht unbedingt lang sein. Wobei das mit diesem Rose Gold ganz gut aussieht. Ich weiß nicht, ob bei Gold- oder Silberschmuck unterschiedliche Schmuckstücke drin sind, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es sehr ähnlich ist. Ich werde mal schauen. Also für einen Sommer, wobei für einen Sommer kommt, da kann ich mir das auch schon irgendwie schön vorstellen, dass du dann so eine kurze Perlenkette hast, die halt hier auch so anders abgesetzt ist. Das kann doch irgendwie schön werden. Na, mal gucken. Habe ich die 3 vergessen, Leute? Ja, ich habe die 3 vergessen. Die ist nämlich hier. Oh, da hatten wir auch eine Kette drin. Oh, so viele Ketten, ne? Und kein Kinderfit bislang. Ne? Ne, Leute? Wirklich. Okay, und die Qualität fühlt sich jetzt auch eigentlich ganz gut an. Es ist halt so Bijou Brigitte-Style, würde ich mal so sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt... Ja, ein bisschen hochwertiger ist es schon. Ich habe jetzt hier gerade einen Knoten in der Kette, deswegen labere ich gerade ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie... Also es ist so eine halblange Kette. Und da ist vorne so ein, ich denke, Glassteinchen drin, ne? Das sieht sehr filigran aus, sehr schön. Das mag ich wirklich gerne leiden. Kann ich mir auch für mich sehr gut vorstellen. So als Sommerschmuck ist Roségold, glaube ich, eine ganz coole Nummer. Ich glaube wirklich, wobei auch Gold schön ist, ne? Weiß ich nicht. Was trägst du am liebsten? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Hier oben haben wir auch schon die Nummer 5. Hier haben wir wieder Ohrstecker drin. Schön. Also das gefällt mir wirklich bei diesem Adventskalender, ne? Dass du hier wirklich nur Schmuck drin hast. Ähnlich wie das bei dem von iCrush, glaube ich, auch der Fall war. Müsste so gewesen sein, ne? Das ist dann ganz nice. Und hier hast du so Schneeflocken als Ohrstecker. Das passt jetzt auch sehr schön zur Weihnachtszeit und Adventszeit und so. Dann so Glitzersteinchen mit drin. Das finde ich schon hübsch. Doch. Ich hätte nicht gedacht, dass der so geil ist. Ach, der 5. Das wäre quasi heute, wo ich den aufmache. Jetzt kommen wir zu Nikolaus. Wo ist denn wohl der Nikolaus? Hier oben, das Kleine. Das ist ein Armband. Das soll dann zu diesen Sonne, Mond und Sterne Ohrring gehören. Oh Gott, ja. Das passt auch dazu. Das ist schön. So ein Bettlerarmband quasi, ne? Vom Stil her, dass du dann an diesem Armband so verschiedene Viecher dran hast. Das ist toll. Ein Plättchen, eine Sonne, ein Glitzersteinchen, ein Mond, noch eine Sonne, ein Glitzersteinchen, ein Mond. Achso, das weg ist. Es ist halt dann immer das Gleiche dran. Aber es ist passend zu diesen Sonne- und Mondohrringen. Das finde ich schön. Haben sie sich was bei überlegt? Das ist gut. Ist immer nett, wenn Leute sich bei irgendwas überlegen, ne? So, ja, ist eine schöne Nummer 6. Schöner Nikolaus. So, die Nummer 7. Wo bist du denn geblieben? Hier in der Mitte haben wir hier wirklich nur Schmuck drin und kein Killefit. Ich würde es feiern. Okay, das ist ein... Oh, da hatten wir ja schon das passende Armband für. Das ist schön. Auch wenn ich das von diesen Gliedern her jetzt nicht so wunderschön finde. Das ist jetzt die Kette. Mach ich so. Wow, ich roll weg. Genau, und das ist die Kette zu dem Armband, was wir eben schon drin hatten. Das sieht schon schön aus. Was ist eigentlich mit meiner Hand los, ne? Ja, sie glitzert. Ich habe eben noch was geswatcht. Und da haben wir, wie gesagt, hier schon das Armband zugehabt. Gehört zusammen. Finde ich klasse. Hier oben ist die Nummer 8. Ah, okay. Wir haben ja doch noch andere Marken mit drin. Und zwar ist es die Marke L'Occitane. Ich glaube, das war aber auch abgebildet, ne? Und das ist die Handcreme mit 10 Millilitern. Ja, gut, komm, ne? Also, wenn wir Schmuck haben und schöne Ringe und schöne Armbänder, dann wollen wir natürlich auch gepflegte Hände haben, wenn wir es so zeigen. Also, von daher passt das schon. Das ist mit Karité-Butter und Shea-Butter. Ja, kann man machen, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt hier in das Video auch eine Verlosung einbaue. Das finde ich bei Schmuck immer ein bisschen schwierig. Aber vielleicht verlose ich euch die Sachen, die quasi außer Schmuck da waren. Das werdet ihr gleich am Ende des Videos dann erfahren. Hier oben haben wir auch die Nummer 9 mit bei. Bisschen kleiner und schmaler. Ein bisschen ist gut. Die ist wirklich klein. Und hier scheinen auch wieder Ohrringe drin zu sein. Gut finde ich, dass du das dann theoretisch, diese Barcode-Viecher, ne, die können das so theoretisch abmachen, wenn man den Adventskalender weiterverwendet, um ihn neu zu befüllen. Sowas mache ich ja richtig gerne, weil ich das einfach nachhaltiger finde. Ne? Nicht zum, also ja, dass man das halt nochmal verwenden kann. So, finde ich praktisch. Und das sind richtige Klopperteile. Oh mein Gott. Okay, die sehen ja cool aus. Die passen dann halt auch zu der Perlenkette, die wir damit bei hatten.
weil die Perlenkette dezenter ist und die hier sind jetzt so ein bisschen pompöser. Ein bisschen ist gut, das sind richtig krasse Dinger, ey. Die haben ein Glitzisteinchen, dann haben die da so Perlenviecher mit drin, richtige Kreolen und sieht schon fancy aus, ne? Das sind halt Stecker. Genau. Das finde ich cool. Ich hoffe, dass es mit meinen Ohrläppchen halt hinhaut, weil ich habe sehr voluminöse Ohrläppchen. Müssen wir mal gucken. Ja. Aber das passt dann halt zu dieser Kette, weil da auch so Perlenviecher dran sind. Ja, das kann was werden. Warum sieht mein Lippenstift eigentlich heute so pink aus? Ich hatte heute Morgen mir irgendwann mal so einen, deswegen wahrscheinlich so einen orangenen Lippenstift drauf gemacht und dann eben den Pupa Lipgloss hier drauf gemacht. Der Miss Pupa Gloss, der ist eigentlich rot. In anderen Videos ist der auch richtig knallig rot. Aber jetzt hier feiert er eine Party und sagt, nee, ich bin pink. Okay, dann habe ich jetzt hier die Nummer 10. Die ist neben der Nummer 9. Das ist was Kleines drin. Ach nee. Ja gut, das ist eine Geschenkkarte über 15 Euro. Ja. Kann man einlösen bis 31. Januar 2021. Du musst mindestens für 35 Euro bestellen. Das heißt, im Prinzip gibst du 20 Euro dafür aus, ne? So halt, weil 15 Euro davon ja abgezogen werden. Ist okay, ja. Aber ich bin jetzt kein Fan von diesen Gutscheincodes in den... So als alleiniges Käppchen finde ich das blöd. Weiß ich nicht, mag ich nicht. Weil, nee, das mag ich nicht. So, wir sind jetzt im zweistelligen Bereich und gehen dann jetzt zu der Nummer 11. Das ist dann sogar die erste Schnapszahl. Und ich hoffe, dass ich nach dem Öffnen dieses Büchschens keinen Schnaps brauche. Ja, hier sollen auch wieder Ohrringe drin sein. Oh, sind die schön. Die mag ich ja leiden. Das ist immer so blöd, ne? Wenn man hier so spricht und das nicht in die Kamera hält. Aber gut. Ja, die finde ich enorm hübsch. Ne, das sind auch so Mini-Kreolen, die auch hinten so gesteckt werden. Ei, die finde ich echt hübsch. Die fühlen sich super leicht an, was sehr angenehm ist, weil wenn die halt so super schwer sind, dann tut das bei mir in den Ohren halt auch irgendwann weh. Die finde ich echt hübsch. Die kannst du auch universell quasi zu allem, was hier so ist, tragen. Das finde ich ganz nice. Gut, die Halbzeit ruft, die Nummer 12. Hier haben wir schon wieder eine Kette drin. Ach was. Ist auch wieder so eine Perlenkette. Sieht sehr ähnlich aus zu dem, die wir das schon drin hatten. Nee, oh, da hängt noch mehr dran. Oh. Claudinchen, nicht den Tag vor dem Abend loben und so. Ach was, muss ich erstmal hier... Ich muss gestehen, dass ich finde, dass das relativ... Also das sieht schön aus, keine Frage. Aber irgendwie... Dann sieht es auch ein bisschen billo aus. Bin ich ehrlich, weil ich habe damals, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber damals Perlenschmuck als Kind gemacht habe, ne? Da habe ich halt immer diese Perlen dann aufgereiht und was dazwischen gemacht. Erinnert mich halt wirklich daran. Und das war halt für mich dann so kinderschmuckmäßig. Aber sie ist schön, definitiv. Wir haben hier unten dran so ein Plättchen. Dann haben wir hier so, so braun durchsichtige Steinchen, dann weiß und dann so Perlen dazwischen. Hier oben dann dieses Rose Gold. Ist wahrscheinlich auch für den Sommer mega nice. Erinnert mich halt aber leider daran. Ne? Deswegen haut mich das jetzt nicht so vom Hocker. Wer hatte auch einen Perlenwebrahmen? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich habe damals das gesuchtet. Ich habe das so viel gemacht. Ich war ein so kreatives Kind. Jetzt kommen wir zu der Nummer 13. Wo sind die? Da. Schmal und Gold. Auch hier scheinen wir wieder Ohrringe drin zu haben. Ich finde diese Säckchen auch so süß, ne? Oh, die sind ja sehr cool. Das sind Kreolen, die gleichzeitig auch so Hängeviecher mit dran haben. Das ist speziell. Ne? Ich glaube nicht, dass jeder die jetzt mega feiern wird. Aber ich finde die schön. Es fühlt sich auch super leicht an. Was jetzt, ne? Vielleicht nicht unbedingt das qualitativ hochwertigste im Universum ist, aber ich finde die hübsch. Dann haben die hier halt auch noch so ein Glitzersteinchen mit bei. Ist schon sehr besonders. Habe ich so noch nicht gesehen. Riesengroß und direkt darunter ist die Nummer 14. So, hier haben wir ein Täschchen drin. Aloha. Okay, das ist einfach so eine kleine Tasche von Purelay. Ja, ne, das ist halt das, was ich meine mit Killefit, ne? Hast du dann auch irgendwo mit dabei. Und das passt schon. Haut mich jetzt aber nicht vom Hocker. Hier hinten hast du dann auch nochmal das Emblem von Purelay. Genauso wie ja auch hier beim Reißverschluss. Das ist ja ganz hübsch, ne? Aber
Ja, ich meine, so ein Täschchen ist eigentlich ganz praktisch, weil ich zum Beispiel, wenn ich feiern gehe, ich packe mir alles Mögliche in meine Stiefel. Aktuell gehen wir nicht so feiern, aber ne, dann kannst du hier deine Habseligkeiten reinpacken und verlierst sie halt nicht. Ist auch eine ganz süße Tasche, da kannst du irgendwas auch für auf Reisen mit transportieren, Schmuck zum Beispiel. Aber ja, ist jetzt nichts, was ich jetzt am 14. Dezember genau feiern würde. Da ist die Nummer 15. Es rappelt im Karton. Tong Tong Bracelet Rose Glow Roségold. Also ein Armband haben wir hier drin. Oh, das ist aber ein klobiges Fido. Aber es ist ja auch modern, ne? Das darf man nicht vergessen. Warte. Das hat verschiedene Arten und Weisen, sich zu verschließen. Das finde ich jetzt sehr verwirrend. Also das kannst du sowohl mit diesem Verschließefie verschließen, als auch mit dem hier oben. Okay, ja. Und es ist halt einfach so ein klobiges Armband. Genau. Würde mir das rein theoretisch passen? Müssen wir mal gucken. Ich habe ja keine feinen Ärmchen. Ach so, und dafür ist es dann natürlich auch ganz praktisch, dass du das dann nochmal mit dieser Schließe schließen könntest. Ja, aber mir ist es dann tatsächlich, es passt halt ganz genau, aber es bewegt sich dann nicht. Das heißt, es wird mir einfach zu klein sein, bin ich ehrlich. Das macht dann keinen Sinn, ne? Weil meine Arme sind halt, ich habe keine dünnen Ärmchen, um das mal so zu sagen, ne? Da ist ja einfach, nö, der Knochen im Weg. Genau, die Nummer 16 ist auch schon wieder richtig groß. Also irgendwie geht das hier gerade ein bisschen groß ab, ne? Finde ich schön, dass sie auch unterschiedliche Größen von den Boxen haben. Necklace Day and Night, also das ist wieder eine Kette dann. Wir hatten das Armband und wir haben die Ohrringe. Und jetzt haben wir dazu passend nochmal die Kette. Schön. Also eine richtige Schmuckkollektion. Auch wenn das jetzt nicht so ultimativ ist, dass ich sage, oh, wie wunderschön. Nee, das ist einfach hübsch. Kann man tragen, ne? Ist ganz nice. Ja, werde ich auch wohl tragen. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ist so eine mittellange Kette. Ja, ist ganz hübsch. Und hinten hast du dann den Mond dran. Hä? Muss ich dann den Verschluss nach vorne machen? Weil sonst sieht man ja den Mond nicht. Den habe ich dann ja im Nacken. Das ist ja blöd. Ich glaube, da muss der Verschluss nach vorne, oder? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da bin ich nämlich jetzt ein bisschen verwirrt. Cool finde ich aber wirklich, du hast jetzt Ohrringe, Armband und Kette. Also Sonne, Mond und Sterne Paket zusammen. Das finde ich immer ganz nett, weil wenn ich jetzt theoretisch was aus diesem Adventskalender verschenken würde, könnte ich das so, ne? Setmäßig machen, das ist ganz cool. Mit dem 17. Dezember sind wir eine Woche vor Heiligabend und den haben wir hier unten. Geil finde ich übrigens auch, oder nett finde ich auch, dass die ganzen Boxen hier nicht runterknallen, sondern dass es halt wirklich an Ort und Stelle bleibt, weil die halt recht leicht befüllt sind, ne? Oh, hier haben wir wieder Ohrringe drin. Und hier haben wir das, was wir als Stecker haben, als kleine Kreolen. Und zwar sind das so Schneeflocken mit Glitzisteinchen drauf. Das finde ich hübsch. Das finde ich wirklich nice. In der Weihnachtswoche geht es ja immer ziemlich besinnlich zu. Deswegen hoffe ich, dass dieser Adventskalender auch eine besinnliche Stimmung verbreiten wird. Und hier haben wir eine Kette zu diesem relativ klobigen Armband passend. Und hier ist so ein Firmelvieh. Ah, okay, weil das so ein Plättchen ist. Oh Gott, die ist ja intensiv. Sehr, sehr intensiv. Okay. Wir haben hier die Kette. Die ist recht lang, finde ich. Ne? Also schon eine längere Geschichte. Hier unten auch wieder dieses Piolet-Gedöns dran. Das trägt man dann wahrscheinlich so, ne? Dass dann ja unten dieses Plättchen ist und dann hast du unten auch den Verschluss. Finde ich interessant. Und die ist halt wirklich schwer. Das ist schon schwer. Ja, kann man machen, ne? Kann man machen. Alte Belli, warum ist denn die Nummer 19 so groß? Ist da irgendwie so ein Duschschwamm drin oder sowas? Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn in einem Schmuck-Adventskalender große Boxen sind. Das heißt nämlich nicht unbedingt, dass wir hier jetzt irgendwie ein großes Schmuckstück oder vielleicht so ein Armreif, so ein Festen oder so. Lass mal gucken. Nee, nee. Gut. Ich beschwere mich jetzt mal nicht. Hier haben wir einen Gutschein mit drin. In so einem, ne, Säckchen ist das mit dabei. Weed Xmas. Okay, das ist aber auch kein Gutschein, der nur für mich ist, Leute. Ne? Das kann man sich auch so, keine Ahnung. Ich kenne die Marke Weed jetzt ehrlich gesagt nicht.
sagt mir nichts. Ich glaube, das ist eine hochwertige Taschenmarke. Aber nagelt mich bitte nicht drauf fest. Hier ist dann einfach so ein Herz. Das kannst du dir irgendwo an Schlüssel machen. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir das an meinen Arbeitsschlüssel mache, damit ich den nicht verschlüre oder so. You are the avocado to my toast. Also, du bist die Avocado zu meinem Toast. Yay. Ja, ist ganz nice, ne? Die Nummer 20 haben wir hier. Ja, der 20er Bereich ist auch immer sehr interessant. Hier haben wir auch wieder ein Armband mit drin. Und das ist wiederum passend zu den Ohrringen und der Kette, die wir ja schon haben. Ne? So schaut es aus. Ist schon ganz süß. Also es passt auf jeden Fall dazu, um das mal so zu sagen. Ja. Also wie ich gehört habe, ist der Piolet-Schmuck auch in dem Sinne ja relativ robust. Die Leute tragen das ja ewig in 3 Tage und der läuft nicht an oder sowas. Deswegen, das finde ich schon mal ganz positiv, gerade wenn man das ja auch irgendwie so unter der Dusche trägt. Ich persönlich lege immer alles an Schmuck und Kram und so weiter ab und gehe halt wirklich vollkommen ohne irgendwas dann duschen. Ich kann mir das, also ich kriege das auch gar nicht auf der Kette, ne? Wenn ich dann wirklich duschen würde und dann noch eine Kette oder Ohrringe um hätte, ich würde nur rumfuddeln, das würde mir gar nicht gefallen. Jetzt gehen wir mal zu der Nummer 21, die ist hier. So, hier haben wir auch wieder eine Kette drin. Wahnsinn. Und dazu hatten wir schon mal eine Kette. Dann kannst du die theoretisch layern, wenn du möchtest, oder austauschen. Sieht sehr ähnlich aus. Oder ist die einfach länger? Ne, die hat ja auch noch so einen langen Bommel dran. Die kannst du layern, theoretisch, ne? Genau, das ist quasi die Länge der Kette. Und hier sehen wir dann, wie das dann unten aussieht. Ist schon ganz nice, doch. Gefällt mir wohl. Und das hier war jetzt die andere Kette dazu. Ich weiß nicht, layert man das dann so? Wahrscheinlich, ne? Das ist halt 2 Steinchen. Ja, kann man machen. 22 ist die zweite Schnapszahl. So, die Box wollte nicht wieder reingehen. Und die haben wir hier unten. Oh, die ist prall gefüllt. Da ist kein Schmuck drin. Dafür ist es viel zu schwer. Jedenfalls, ja. In der Duftrichtung Hawaii. Ein weihnachtlicher Duft. Genau. Er riecht sehr, sehr intensiv. Also so eine Kerze finde ich aber eigentlich ganz schön in Adventskalendern. Aber riecht halt wirklich sehr intensiv, Leute. Ja, riecht aber angenehm, tatsächlich. Also so eine kleine Teelichtkerze, ne? Ist ganz hübsch. Sichere dir 50% mit dem Code ALOHA, exklusiv nur für dich. Begib dich auf eine wundervolle Reise von Hawaii aus um die ganze Welt. Mhm. Gutscheincode ist gültig bis zum 15.01.2021. Ja gut, ne? Also das ist ganz nett, doch. Die Nummer 23 ist der Tag vor Heiligabend. Und hier scheinen auch wieder Ohrringe drin zu sein. Was für welche haben wir hier? Oh, schön. Das sind so ganz simple Stecker. Die passen auch schon wieder zu diesem... Ach, die passen zu so vielen, ne? Zu dem, hier, wie heißt das? Perlengedönsen, was wir da jetzt hatten. So schauen die aus und die finde ich ganz hübsch. Das sind einfach so Stecker, die vorne dann so ein Hängerchen dran haben. Das ist ganz nice. Die kannst du auch wirklich zu vielen Anlässen tragen. Ihr Lieben, die Nummer 24. Da bin ich wirklich gespannt, was sie da reingepackt haben. Aber ne, wir haben jetzt ja eigentlich schon recht schönen Schmuck hier drin. Schauen wir mal. Die Nummer 24 ist nämlich hier unten. Natürlich haben wir hier eine Kette drin. Das finde ich sehr, sehr schön. Und oh mein Gott, das ist die passende Kette zu diesen ganzen Sternchen-Ohrringen, die wir hatten. Ach Mann, das finde ich sehr, sehr passend. Und da haben wir Sternchen und Mond und Glitzer und Perlen. Das ist hübsch. Das ist halt auch so eine halblange Kette. Das ist wirklich hübsch. Eine richtig tolle Weihnachtskette, Mensch. Da haben sie sich was überlegt. Das gefällt mir richtig gut. Ja. Ihr könnt übrigens die Produkte gewinnen, die quasi nicht Schmuck waren. Also das, was ich quasi eben die ganze Zeit nach hinten gelegt habe. Genau, das könnt ihr in diesem Video gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Und jetzt kommen wir zum Fazit zu dem Adventskalender. Ich finde den wirklich gut. Also da sind schöne Produkte drin. Ich finde das Rose Gold, also diese Farbe von dem Rosé Gold, die jetzt hier in dem Schmuck drin ist, auch sehr, sehr schön. Ich finde die nicht zu knallig, sodass man denken könnte, ah, Billigschmuck oder sowas. Die ist, also von der Verarbeitung her finde ich das schön. Ich finde die Teile an sich vom Design her auch sehr, sehr,
gefällig. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also nicht zu kitschig, aber auch nicht zu dezent, ne? Also wirklich eine schöne Geschichte. Und ich denke schon, dass man hier was für sein Geld bekommt. Ob die Produkte hier wirklich 600 Tacken wert sind, sei mal dahingestellt, ne? Also die haben ja sicher auch die 30 Euro und die 15 Euro als Gutschein mit eingerechnet. Ich muss mal gucken, ob ich euch dazu Preise auch eingeblendet bekommen habe. Ist immer ein bisschen schwierig, sich da durch den ganzen Shop zu wühlen, weil die Produkte haben ja keine wirklichen Namen und so, ne? Ich schau mal. Aber ich würde schon sagen, dass der Adventskalender sich lohnt. Ist der besser als der iCrush Adventskalender? Weiß ich nicht, weil den von iCrush fand ich auch einfach, der war von der Qualität her schon sehr, sehr vergleichbar. Also die Schwere von den Schmuckstücken war dann auch sehr vergleichbar. Deswegen, der ist einfach doppelt so teuer, ne? Na, nicht ganz. Nee, Quatsch, der iCrush, der hat auch irgendwie um die 100 gekostet, ne? Nee, dann tun die sich gar nicht mal so unglaublich viel. Na, das müsst ihr einfach selber schauen, welcher euch auch vom Design her besser gefallen hat. Und ich werde mit denen wahrscheinlich auch versuchen, nächstes Jahr nochmal zu ergattern. Muss ich mal schauen. Und ihr Lieben, das war jetzt mein Unboxing zu dem Purelay Adventskalender. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!